Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein super schnelles und mega leckeres Rezept. Ich werde einen Zitronenmandelkuchen backen, ganz ohne Mehl. Der ist super saftig. Die Zutaten habe ich persönlich immer da. Vielleicht habt ihr sie auch gerade da und backt diesen Kuchen einfach ganz schnell nach und genießt ihn einfach nur noch, denn er ist wirklich der Hammer. Das Ganze habe ich auch noch in Schokoladenvariante gemacht und ich persönlich kann mich nicht entscheiden, was besser ist. Das könnt ihr dann entscheiden. Also, heute gibt es den Zitronenmandelkuchen. Hier habe ich die Zutaten. Ich brauche dafür 4 Eiweiß, 120 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 4 Eigelb, etwas Vanilleextrakt, 90 Gramm Butter, 220 Gramm Mandeln, einen halben Teelöffel Backpulver, eine Zitrone und 70 Gramm gehobelte Mandeln. Die Zitrone ist bio und ungespritzt, das heißt, ich kann die Schale verwenden und aber auch den Saft. Okay, das Erste, was ich jetzt machen werde, ist der Eischnee. Ich werde jetzt also Eiweiß in eine saubere, fettfreie Schüssel geben mit etwas Salz, weil es die Eiweißstruktur schneller zerstört, und kurz steif schlagen. Und sobald der Eischnee fast steif ist, kommt jetzt hier die Hälfte des Zuckers dazu. Einfach nach und nach dazugeben, so flockt der Eischnee nicht und lässt sich auch gleich besser unterheben. Und dann einfach nochmal weiterrühren. Perfekt, guckt mal. Der muss jetzt nicht ganz steif sein, so passt es perfekt. Als Nächstes, ich tausche einfach mal hier kurz die Schüssel. Als Nächstes kann ich jetzt hier in der zweiten Schüssel die Eigelbe, den restlichen Zucker und etwas Vanilleextrakt verrühren. Auch richtig schön schaumig rühren. Hier drüben kann ich schon mal die Butter schmelzen. So sieht die Masse jetzt aus, weiß-cremig. Jetzt gehe ich hier rüber und kann nämlich die Mandeln direkt hier rein zerkleinern. Also ich habe jetzt hier geschälte Mandeln, damit der Kuchen auch schön hell bleibt. Ihr könnt aber natürlich auch Mandeln mit Schale nehmen und auch schon gemahlene Mandeln nehmen. Ich habe aber immer nur ganze da und zerkleinere sie selber. Dann kommt hier jetzt der Abrieb der Zitrone rein. Ich nehme jetzt den ganzen Abrieb, denn ich will, dass es wirklich schön nach Zitrone schmeckt. Und jetzt auch noch den Saft dazugeben. Das Ganze könnt ihr auch gerne abwandeln und mit einer Orange machen zum Beispiel. Dann habt ihr einen Mandel-Orangenkuchen. Jetzt nehme ich hier noch die flüssige Butter und kann das jetzt auch schön einrühren. Das Backpulver nicht vergessen. Hätte ich jetzt fast vergessen, das wollte ich eigentlich mit den Mandeln nämlich dazugeben. Aber ist nicht schlimm. Und jetzt hebe ich einfach nur noch den Eischnee unter. Wie gesagt, ist der so ein bisschen schlotzig, nicht ganz steif. Perfekt. Und hier könnt ihr statt gemahlenen Mandeln auch Kokosraspeln nehmen oder Haselnüsse. Bei Haselnüsse finde ich jetzt nicht so gut zur Zitrone passen. Ihr könnt auch Mehl nehmen, wenn ihr keine Mandeln habt, aber das soll jetzt ein mehlfreier, glutenfreier Kuchen sein. Ich habe jetzt hier meine Backform bereits gerichtet, und zwar nehme ich einen Tortenring. Den habe ich auf 24 cm Durchmesser eingestellt und ich schlage ihn jetzt noch ein, damit einfach nichts ausläuft, weil es doch ein recht flüssiger Teig ist.
So kann ich den Teig jetzt hier reinfüllen. Hier jetzt schön glatt streichen und einfach noch mit den Mandeln bestreuen. Und dann kann er in den Backofen, wird gebacken, bis er durch ist und danach probieren wir ihn. Also echt super schnell und einfach. Der Kuchen ist fertig. Ich habe ihn jetzt auch gerade mit Glitzerschnee bestreut und er ist auch abgekühlt. Und guck dir mal, wie schön der aussieht. Schön flach gebacken, kein Hubbel. Sarah holt jetzt gerade schon einen Teller und eine Gabel zum Probieren. She is the dancing queen. Young and sweet, only 17. Ja, fast. 17. Junge 17. Ich 29, du 17. Kommt hin. So, ich probiere das jetzt. Soll ich es machen? Ja, da bin ich ja 12 Jahre älter als du. Wir sind beide 17. Können wir uns auf 18 einigen? Okay, dann können wir zumindest Auto fahren. Ja, dann dürfen wir wenigstens alleine Auto fahren. Ja. Ohne Papa oder Mama. Ja. Der ist ohne Mehl. Mhm. Krass. Was hast du schon statt Mehl genommen? Mandeln. Ja. Das schmeckt man aber gar nicht, das kein Mehl drin. Finde ich auch. Gut. Mega saftig. Mhm. Der bleibt auch mehrere Tage saftig. Mich erinnert der tatsächlich geschmacklich ein bisschen an Grießkuchen, weil die Konsistenz so. Und es gibt im Türkischen einen Grießkuchen, Jevani Tatlısı. Ja, den kenne ich. Und an den erinnert er mich. Aber echt voll lecker. Und ich nee, finde. Das schmeckt echt richtig und nicht gut. Süß, ne? Mhm. Nicht zu so süß. Mhm. Aber echt auch richtig weich, seht ihr das? Ja. Nee, das sieht man nicht, weil der Kuchen davor steht. Er ist sehr weich. Jetzt wollte ich auch mal was zeigen in der Kamera. Ja, komm, zeig. Hier. Schön. Richtig schön. Den Kuchen zerdrückt. Richtig schön weich. Ja, schön, schön. Kannst du das nochmal zeigen? Soll ich es mit dem ganzen Stück? Ja. Nö. Das darfst du nehmen. Danke. Also, wenn ihr das Rezept nachmachen wollt, probiert es mal aus. In meiner App steht es auch nochmal und auf meinem Blog. Könnt ihr das gerne nachlesen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es ist halt super einfach, schnell gemacht und ohne Mehl. Glutenfrei, oder? Glutenfrei, ja? Definitiv glutenfrei, ja. Für alle, die kein Gluten haben. Genau, und wenn ihr jetzt fragt, was könnt ihr statt Mandeln nehmen? Wie gesagt, Haselnüsse, Kokosraspeln. Oder wenn ihr Mehl da habt, ihr könnt auch gerne Mehl nehmen, aber dann ist es halt ein normaler Zitronenkuchen. Also, ne, dann ist eigentlich der Sinn dahinter weg. Ja, eben. Also, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du hast die Mütze von Samira. Sie sah dann auch immer aus wie so eine peruanische Panflötenspielerin. Los geht's für ein Picknick machen. Och Schatz, hast du alles alleine getragen? Boah. Oma hat mir geholfen, die Tür aufzumachen. Super, viel Spaß beim Picknick. Ja.